paar solche an. Kommt aber nicht ganz rüber. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, Gruppe 4. Gruppe 4 an Bord. Das wäre eine falsche gewesen. Das ist auch der falsche. Da ist einer. Und du bist einer. Okay. Gut, wenn man weiß, was man hat. Kann ich noch was entwickeln, was sinnvoll ist gerade? Nein. Okay. Gucken wir mal, dass wir die Basis auch schnell auseinander nehmen. Je schneller es weg ist, umso besser. Denn umso mehr Mineralien könnte ich noch bekommen. Das wird schon, wenn mit den Neutralisten wenig wäre, ne? Okay. Hätte natürlich jetzt auch noch die dazu holen können, aber ganz ehrlich, die verteidigen hier erstmal die Position. Erstmal. Ne? Was ich mal machen kann in der Zeit, wenn die mal irgendwas tun hier. Dann schicke ich da mal rüber, die können hier mal schon mal vorbereiten für das Abbaugedöns. Was weg ist, ist weg, ne? Dann können die Neutralisten sich mal einen Meter bewegen. Jeder Gang macht schlank, auch für Neutralisten. So, und dann mal gucken. Die sind wieder fertig. Irgendwas ist ja immer mit dem Schwarmcluster hier. Die herkommen mit noch viel mehr. Kennt man ja. Irgendwo hat er. Ach, da. Da haben die geschossen. Okay.
Dich wollte ich eigentlich haben. So. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. Wo kommst du eigentlich da hinten hin? Die wollen schon so an einem vorbeirennen, ehrlich. Diese Larven auch unendlich viel aushalten. Aber haben sie nur so ein paar Lebenspunkte, weißt du? Im Ei verstehe ich das schon eher, aber das hier. Naja. Und da kommt nur eine Krone raus, weißt du? Unbedingt haben wir den Punkt, ne? Unbedingt. Ach ja, ach ja. So, ihr seid neu, Gruppe 3. Könnte einer hier springen. Einer macht hier mal. Abbauen. Einfach hier die Stellung verteidigen, ganz ehrlich. So. Unten ist hier jetzt auch inzwischen sehr, sehr ruhig geworden. Ich weiß gar nicht, ob der Braune überhaupt noch was hat. Weil ich weiß auch gar nicht, wo die eigentlich dann herkommen. Müsste man eigentlich mal eruieren und in Erfahrung bringen. Eigentlich. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt halt wirklich schon hinüber sind. Aber ich weiß es halt nicht. Dann machen wir mal ganz kurz hier einen Looky Looky. Da ist doch was. Vielen Dank. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Dann ist ein Overlord. Oh, zwei sogar. Das ist alles, was er hat. Da kommt gerade ein Overlord an. Da ist da noch Creep. Und Creep ist es bestimmt ein Gegner, yo. Okay. Hier sehe ich auch ein bisschen Terror rumflattern. Gibt's also auch noch. Okay. Also, ja gut, das ist nur Overlords, ich sehe, ne? Da gibt es von Braun nur Overlords? Nein. Da gibt es auch noch eine kleine Basis. Gut, fragt sich halt, wie klein diese Basis ist, ne? Aha. Also er hat auf jeden Fall noch Einheiten. Also das Wichtigste zu wissen erstmal. So.
Gut, das heißt erstmal weiterhin Stellung verteidigen. Mal gucken, was daraus wird. Erstmal Minz abgrasen. Und dann gucken, wie und was und wo. Eigentlich würde ich fast sagen, hey, ne, weiter mit Hydralisken hier, weiter durch. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Aber man könnte es probieren. Ich glaube hier bei den... Ich weiß gar nicht, ob der hier Panzer hat. Das wäre natürlich jetzt interessant zu erfahren, ne? Marco. Ihr dürft mal arbeiten. Aber wenn der Panzer hat, kann ich natürlich mit Hydralisten nicht viel machen. Aber das ist sowieso halt erstmal ein Problem, da kommen wir uns ein bisschen später drauf. Erstmal den nervigen Nervzerk hier weg. Ne, und dann gucken wir weiter. Das ist zumindest so mein Teil. Ob das klappt? Ja, mal gucken. Ich würde vielleicht sogar dann zuerst den Braun hier irgendwie versuchen zu beseitigen. Gehe ich da mit zwei Trupps dann rein und dann... Da machen wir mal Feierabend hier. So ein bisschen. So ein bisschen Feierabend. Mit Föhner. Nicht? Also ich finde schon. Kann man mal machen. Das dauert sowieso eine halbe Ewigkeit, bis hier die Larven zusammengebaut sind. Ne, ich meine, ich könnte natürlich von hier nehmen, aber müsste ich rumfliegen, als einsammeln. Ja, nö. Ich merke auch gerade, ist auch heute und gestern die Folge sehr, sehr laut eingestellt, ne? So. Also wenn es jetzt wirklich zu laut war, ich hab da noch eine Einstellung vergessen zu bearbeiten. Yeah. Ja, jetzt sollte alles wieder normale Stautlerke. Ja, Lautstärke haben. Ja, und dann. Gut. Jetzt zum Ende in der zweiten Folge, die ich heute aufnehme. Wuppdi-du. Ich bin Profi. Nicht nur in StarCraft, nein, auch als Let's Player. Ist so. Ich schürf alles. So. Zack. Zack. Ja, ja, wir kriegen das schon noch hin. Die Frage ist halt nur, wann. Haben wir hier schon mal ein bisschen Ovis beladen. Ja, und dann kommt natürlich rein zufällig, jetzt plötzlich, Mutaliska. Jetzt einmal Ovis beladen, weißt du, und dann sowas. Ich liebe es. Da, ich liebe es. Nerven die denn so? So, hier geht da rein, da rein und da rein. Muss ich hier 6 Ovis haben? Nein, habe ich natürlich nicht. Wo ist? Ah, da sind sie. Okay. Damit ziehen wir von dann irgendwie da hinten rüber. Und dann sorgen wir für Tod und Verderben. Zumindest ist das der Plan. Ob das klappt? Ich habe keine Ahnung. Aber die habe ich nicht. So. Und ob das klappt, das erfahren wir dann natürlich in der nächsten Folge von StarCraft. Bis dahin, viel Spaß auch noch.
vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die dann hoffentlich von Anfang an wieder richtig soundtechnisch reguliert ist. Das wäre richtig Töfte, wäre das. Das wäre ja mal was, du. Ja, gucken wir mal, ne? Also dann, bis dann.